Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Marktupdate. Wir schauen uns mal an, was am Markt abgeht. Ihr seht schon, die letzten Tage liefen richtig gut. Die letzten 7 Tage waren bei fast allen Altcoins Grund zu feiern, zweistellig im grünen Bereich, endlich mal wieder. Und es fühlt sich wirklich so an, als würde so ganz langsam und ganz heimlich die Wende kommen. Ihr habt ja das Video vorgestern von mir gesehen, die Reaction auf das Video von Crypto Crew University. Dort spricht er über den Bitcoin-Boden, den er sieht. Und ja, momentan sieht es tatsächlich danach aus. Ich habe euch hier symbolisch mal den Widerstand oder den Boden eingezeichnet, der höchstwahrscheinlich nicht mehr durchbrochen werden darf nach unten hin, wenn wir die Wende sehen wollen. Bin aber mal sehr gespannt, wie sich der Kurs bis zum 13. Juli verhält. Da ist der nächste Vollmond. Ich würde fast erwarten, dass wir in etwa sowas hier sehen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren, aber nicht viel weiter als die 18.000, 19.000er Marke. Und dann hoffentlich wieder aufsteigen, denn momentan glaubt niemand daran. Ich habe Umfragen gesehen im Internet, wo gefragt wurde, glaubt ihr, dass Bitcoin dieses Jahr, und dann gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, eine davon war über 40.000 Dollar liegen wird und 0%, 0% haben angeklickt 40.000 Dollar oder drüber. Also alle Leute glauben, dass Bitcoin nicht mehr zur alter Stärke findet oder nicht mehr ansatzweise wieder ins Steigen kommt. Und das ist eigentlich genau der Moment, von dem ich auch in dem Video sprach, der mir selber zu denken übrig lässt. Denn wenn alle sich so felsenfest sicher sind, dass es nur noch bergab gehen kann, ist die Zeit gekommen, wo wir uns mit dem umgekehrten Szenario beschäftigen sollten. Wir sind ja die Contrarian Guys, also diejenigen, die immer so gegen den Strom schwimmen sollten. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch mal zu schauen, ob es nicht eventuell auch in die andere Richtung gehen könnte und der Kurs wieder Fahrt aufnimmt. Der Crypto Fear and Greed Index bestätigt das Ganze nochmal, denn wir sehen jedes Mal, wenn hier so eine Clusterbildung war, geht es meistens nach oben und zwar extrem schnell und das seht ihr bei jedem Mal und genauso kann ich mir hier vorstellen, nachdem wir jetzt wirklich schon viele Wochen, ich erinnere mich gar nicht mehr an meiner YouTube-Zeit, wann es das letzte Mal so war, dass wir so viele Wochen am Stück in diesem niedrigen Bereich waren, ohne auch nur einmal, so wie hier zum Beispiel, ein kleines bisschen Knotenplatzen zu sehen, also wirklich gar nichts, wir sind die ganze Zeit im negativen Bereich und es wirkt so wie so eine Endlosspirale und ich glaube, das sollte uns zeigen, dass es nicht mehr lange so sein wird. Wir gucken uns jetzt noch mal ein paar News an. Voyager Digital meldet Insolvenz an. Jetzt ist es soweit. Ich hatte letztens noch darüber gesprochen, dass es eventuell kommen könnte. Zahlungsausfall von Three Arrows hat dazu geführt, dass jetzt eben auch Voyager Insolvenz anmelden muss. Voyager hatte noch probiert, Three Arrows irgendwie dazu zu drängen, ein bisschen Kohle rüberwachsen zu lassen. Haben das sogar gerichtlich veranlasst, aber auf die Mahnung ist nichts weiter gekommen. Dementsprechend konnte Voyager jetzt seinen Zahlungen nicht mehr nachkommen und wurde selbst in die Insolvenz gezogen. Ja, so schnell kann das gehen. Wie kam das Ganze? Voyagers früheren Angaben zufolge mit insgesamt etwa 760 Millionen Dollar bei Three Arrows engagiert, darunter ein Kredit in der Kryptowährung USD Coin im Volumen von 350 Millionen. Vor 2 Wochen hatte Voyager gedroht, Three Arrows eine Default Notice zu senden. Diese in Verzugssetzung geht mit einer Mahnung einher, Forderung binnen einer bestimmten Frist zu begleichen. Kurz darauf hatte der Hedgefonds Insolvenz angemeldet. Three Arrows war durch den Kurskollaps der sogenannten Stablecoins Terra USD in Schieflage geraten. Eigentlich sollten Handelsgeschäfte mit anderen Kryptowährungen den Preis von Terra stets bei einem Dollar halten. Ja, ihr wisst, was passiert ist. Und Mitte Juli hatte außerdem Voyager-Rivale Celsius Abhebung und Überweisung zwischen Konten ausgesetzt. All das hat dann eben insgesamt dazu geführt, dass sich diese Unternehmen nicht retten konnten. Im Netz heißt es, dass Celsius wohl über den Berg sei und einige Investoren gefunden hat, die das Projekt wohl retten. Aber ich meine, wir reden hier nicht von irgendwelchen kleinen Playern, sondern von riesigen Playern am Markt und die sind jetzt einfach mal zusammengebrochen und da hängt bestimmt noch ein Rattenschwanz dran. Ich halte euch auf dem Laufenden. Kommen wir mal zu den CBDCs. Wir sprechen ja doch sehr häufig über unsere Lieblingskryptowährungen, aber es gibt natürlich auch die staatlichen Kryptowährungen und auch die nehmen langsam immer mehr Form an. Ihr seht hier mal einen Graphen, der zeigt, wie weit verbreitet das Ganze mittlerweile ist. Also dieses leicht türkise ist Research, also Forschung. Dann geht's ins Pilotprojekt und dann live. Es wird auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, von Jahr zu Jahr deutlich mehr. Und wir sehen auf jeden Fall ein exorbitantes Wachstum, fast jedes Jahr eine Verdopplung. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, denke ich, wird es nicht lange dauern, bis wir die Massenadoption erreicht haben. Mittlerweile gibt es weltweit 4 Live-Retail-CBDCs und Pilotprojekte in 29 Gerichtsbarkeiten. 72 Zentralbanken haben öffentlich über ihre CBDC-Arbeit berichtet und der Ton der Reden ist positiv. Grafisch sieht das Ganze dann so aus. Ich habe euch diese Grafik ja schon mehrere Male gezeigt. CBDCtracker.org. Da seht ihr dann immer, in welchem Land sie in welcher Stufe gerade sind. Pilotprojekte laufen zum Beispiel gerade in Russland mit dem Digital Ruble. Außerdem gibt es diverse Pilotprojekte in Amerika und in Kanada. In Kanada gibt es zum Beispiel den E-Dollar oder den Jasper. Und es gibt sogar 2 Länder, wo das tatsächlich schon gelauncht wurde, das Ganze. Und zwar zum einen in Nigeria, der sogenannte E-Naira und hier ganz, ganz klein zu sehen, die Bahamas mit dem Cent-Dollar.
Ja, diese beiden Währungen sind tatsächlich schon aktiv. Und während wir uns alle darüber aufregen, dass die Kurse sinken, arbeiten die Zentralbanken auf Hochtouren daran, ihre eigene CBDC einzuführen. Und das ist natürlich eine geile Vorlage für Projekte wie zum Beispiel Ripple oder Stellar. Zu Ripple habe ich auch gleich nochmal ein spannendes Update für euch, aber zunächst einmal ein kurzer Ausschnitt. Und zwar, die Blockchain wird die Welt verändern. Davon bin ich fest überzeugt und auch diese Herrschaften, die hier sitzen, auf der Veranstaltung Blockdemon. Und ihr seht es schon im Thumbnail, die Blockchain wird Billionäre hervorbringen, also zu Englisch Trillionaires. Und hier werden wir gleich mal uns anhören, was die Herren zu sagen haben, denn was sie erzählen, ist sehr, sehr spannend. Und sie bringen einfach nochmal auf den Punkt, dass die Internetgeschichte, die 2000 passiert war, also die Dotcom-Bubble und das, was daraus resultiert ist, viele Millionäre und sogar Milliardäre hervorgebracht hat. Sie sagen aber gleich, dass die Blockchain-Technologie nicht nur Milliardäre, sondern die Ära der Billionäre hervorbringen wird. Extrem bullisch meiner Meinung nach. Diese Aussagen sollten wir uns ins Gehirn brennen und immer wieder daran denken, dass wir das große Ganze sehen sollten und uns nicht von ein paar Wochen und Monaten belasten lassen. You know, I think at the end of the day you have to like transport yourself back for anybody who remembers the 90s, right? And you know, when people thought that it was a good idea to lose money on sending 50 pounds of dog food across the country. And you know, so I would say, if I would look back at that person, eventually only will the company be successful. What is it that you're buying in this token? And it's really important because a lot of times we've seen a lot of money be raised by some really well-known projects where I can very easily see the company being successful and the token holders not, because the interests are not aligned. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Er sagt sehr, sehr richtig, und das ist auch immer ein Kritikpunkt, den viele bei Ripple bringen. Ja, es gibt viele Unternehmen, die sehr erfolgreich werden, aber man muss immer daran denken, ob auch der Token wirklich erfolgreich wird oder sonst nur das Unternehmen sich die Taschen voll macht. Und da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Ich sehe bei XRP und dem XRP-Ledger schlagkräftige Argumente dafür, aber ihr solltet schon daran denken, dass es viele, viele Krypto-Unternehmen geben wird da draußen oder Foundations, die sehr, sehr viel Geld verdienen werden, aber der Token langfristig nicht erfolgreich sein wird. I think you really need to think about that as a real investment and, you know, dig deep into the details. Also sollten wir alle unsere Projekte immer mal wieder gegenprüfen. Egal wie sehr ich überzeugt bin von Projekt A oder Projekt B, ihr erlebt mich immer mal wieder, dass ich mir zum Beispiel kritische Kommentare anschaue oder einfach mal auch Links, die ihr mir zukommen lasst, einfach mal die Artikel dazu durchlese oder mir Videos anschaue. Einfach, um vielleicht auch mal die Leute zu verstehen, die einfach vielleicht Gegenargumente haben. Denn das macht dich später zu einem guten Investor, wenn du selber in der Lage bist, deine Projekte immer mal wieder auf Herz und Nieren zu prüfen, um dir eben nicht die Finger zu verbrennen. Ja, from a perspective of where we're at, for those of you who were involved in the internet boom, it's not even 1994 yet. There'll come a time when you realize that the wealth creation opportunity we've had here is much greater than the commercialization of the internet. Habt ihr gehört? Also das, was wir hier gerade erleben und das, was hier gerade aufgebaut wird, ist viel, viel krasser als das kommerzielle im Internet oder das Internet Kommerz zu machen und mit dem Internet eben durch E-Shops und alle möglichen Möglichkeiten Geld zu verdienen. Das, was wir hier mit Blockchains vor uns haben, ist nochmal eine ganze, ganze Nummer größer. That, you know, if the 90s gave us people who went broke, millionaires and billionaires, this blockchain revolution will bring upon the era of trillionaires. Wow. Also, wenn das Internet Leute von Armut zu Millionären oder Milliardären gemacht hat, dann wird die Blockchain-Ära viele, viele Billionäre hervorbringen. Wenn das mal nicht motivierend ist. It's inevitable. Somebody will wake up, look at their phone and say, oh my God, I don't know what you're gonna do when you realize you have a trillion dollars worth of something. Schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr machen, wenn ihr morgens aufwacht, ihr guckt ganz ritualmäßig euer Handy morgens an, checkt mal kurz euer Blockfolio und auf einmal steht da oben, ihr seid Billionäre. Was würdet ihr als erstes machen? Wie würde euer Leben ab dann aussehen? Schreibt es mal sehr, sehr gerne hier unten rein. Und mit diesem positiven Vibe kommen wir nochmal zum Ripple XRP Update. Und zwar ist Suzanne Athey jetzt ein Mitglied des Justizministeriums. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn Suzanne Athey mit Ripple zu tun? Ganz einfach. Sie ist aktuell im Board von Expedia, Landing Club, Rover, Turo und auch Ripple. Und sie wird also in Zukunft als Mikroökonomin und auch als Professorin für Technologieökonomie das Justizministerium beraten. Und ich denke mal, das ist doch definitiv meine Ansage. Sie ist weiterhin im Vorstand von Ripple und gleichzeitig eben auch beim Justizministerium aktiv. Und ich denke mal, das ist im Verborgenen schon eine ziemlich, ziemlich krasse Ansage, denn jemand aus der Finanzwelt kommt ins Justizministerium, um höchstwahrscheinlich an den Regulierungen zu arbeiten. Das ist definitiv mal sehr, sehr bullisch für Ripple und vor allem für XRP. Auch sehr, sehr bullisch für XRP, Ripple und DeFi, Uniswap Pendant könnte bald auf den XRP-Ledger kommen.
Es gibt einmal mehr äußerst interessante Ripple-News zu berichten. Das Unternehmen erwägt derzeit eine AMM-Funktion in sein Netzwerk aufzunehmen. Was das heißt? Nicht weniger, als dass der XRP-Ledger bald so ähnlich wie Uniswap funktioniert, eine Applikation hinzugefügt bekommt, mit der dann eben DeFi möglich sein wird. Laut einer GitHub-Veröffentlichung werden derzeit Diskussionen über den Vorschlag 0030XLS30D geführt. Der Vorschlag zielt darauf ab, ein Automated Market Maker auf den XRP-Ledger einzuführen. Nach Smart Contracts sind solche Automatic Market Maker dann oftmals das Tor für DeFi auf der hauseigenen Blockchain. Sie ermöglichen den Handel mit Kryptowährungen ohne Genehmigung herkömmlicher Orderbücher. Der Handel erfolgt automatisch unter Verwendung sogenannter Liquidity Pools und Uniswap auf Ethereum ist dabei das wohl bekannteste Exemplar und auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Entsprechend kurbelt diese Ripple News natürlich die Spekulation aufgeregter Beobachter an. DeFi und Ripple, so ganz möchte das noch nicht zusammenpassen, doch der Vorschlag soll das angeblich ändern. Ob der Vorschlag sich jetzt zeitnah durchsetzen wird, wird sich zeigen. Was ich aber glaube, ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Leute die wahre Power des XRP-Ledgers verstehen werden. Denn die schnellen Transaktionen sind nicht nur sinnvoll, um von A nach B ein bisschen zu bewegen, sondern wir können so, so viel mehr damit machen. Und das Flare Network ist jetzt gestartet am 4. Juli. Erfolgreich soweit, aber die Token-Distribution wird wahrscheinlich erst im September stattfinden. Aber auch hier, denke ich, hat Ripple bzw. das Ökosystem um Ripple herum einen nächsten Meilenstein erreicht. Und es wird nicht mehr lange dauern. Da werden so viele Leute begreifen, was es eigentlich die ganze Zeit mit Alex und seiner Liebe zu XRP und XLM auf sich hatte. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Morgen gibt es ein sehr, sehr spannendes Reaction-Video. Und zwar gehen wir gemeinsam der Frage auf den Grund, ob es sich bei Steppen um einen Ponzi-Scheme handelt, also um ein Schneeballsystem bzw. Scam. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wünsche euch heute erstmal einen wundervollen Abend. Bleibt mir gesund, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!